Willkommen auf money.de. Hier bieten wir Ihnen regelmäßig Interviews zu finanzmarktrelevanten Themen mit Deutschlands besten Wirtschaftsexperten. Heute Dr. Jens Erhardt. Er ist einer der Pioniere der Vermögensverwaltung in Deutschland und bis heute mit großer Umsicht und Leidenschaft an den Finanzmärkten dieser Welt unterwegs. Wir setzen seit mehr als 40 Jahren Maßstäbe in der Vermögensverwaltung und im Fondsmanagement. DJE Capital AG. Herr Dr. Erhardt, wie kommt es, dass trotz aller Brexit-Turbulenzen die Märkte äußerst gelassen reagieren? Ja, ist erstaunlich. Schon der Brexit als solches war ja am Schluss ein Non-Event, außer einer ganz kurzfristigen Reaktion. Diesmal, glaube ich, gab es keine Reaktion, weil eigentlich die Abstimmung im Parlament in London genauso erwartet worden war und die Dinge schon vorher in den Kursen berücksichtigt waren. Nun, der Blick in die Zukunft. Ich denke, dass man sich schon auf ein Modell einigen wird, so à la Norwegen. Auf jeden Fall, dass Großbritannien im Binnenmarkt bleibt. Also wenn man da wirklich den harten Brexit macht und ganz aussteigt, das will im Endeffekt weder Großbritannien noch die EU und deswegen wird das Parlament das auch berücksichtigen. Also ich bin da eher durchaus optimistisch, dass man hier sogar von Großbritannien etwas günstigere Bedingungen heraushandelt und dann vielleicht sogar wesentlich besser am Schluss aussieht, als das jetzt der Fall ist. Jetzt wird Großbritannien so als Chaosverein hingestellt, aber wenn sie wirklich ganz gute Bedingungen heraushandeln, wer weiß, vielleicht in einem Jahr sagt man, die Briten waren gar nicht so dumm. Haben die Medien übertrieben? Also durchaus meine Meinung. Also ich habe das auch nicht so zentral selber thematisiert in der Vergangenheit, weil ich hier nicht so einen großen Börsenbestimmungsfaktor sehe. Die werden sich bestimmt auf einem vernünftigen Niveau einigen und dann wird es für die Börsen auch keinen Nachteil haben. Hinzu kommt, dass die Börsianer weltweit in Großbritannien extrem untergewichtet sind. Also sie haben dort schon verkauft und auch das Pfund ist eigentlich deutlich gedrückt. Also alles Negatives im Kurs drin. Wenn das wirklich passiert, dann wird es auch keine große Abwärtsbewegung mehr geben. Aber wenn sich wirklich tatsächlich bessere Konstellationen herausschälen, dann wird es wahrscheinlich sogar hochgehen und nicht nur in Großbritannien. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Negativpunkten gehabt, die die Börse belastet haben. Nicht die Trump-China-Angelegenheit, dann die Fed in Amerika, die noch im Dezember gesagt hat, ja, wir werden jetzt per Autopilot im neuen Jahr weiter bremsen und gar nicht Rücksicht nehmen auf die aktuelle Situation. Also das ist so eine Art Guidance, die man machen kann, wenn die Konjunkturen, die Börsen hochgehen, dann kann man sagen, wir werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr die Politik weitermachen, aber wenn im Grunde die Gefahr besteht, dass eine Rezession kommen könnte, dann solche Guidance zu machen und sagen, wir bremsen bis ins Jahr 2020 mit so und so viel Zinserhöhung, also das ist im Grunde, zeigt, dass der Notenbankpräsident kein Fachmann ist und hier die gleichen Instrumentarien der drei Vorgänger benutzt hat. Aber damals hatten wir im Trend auch bessere Konjunktur und nicht die Gefahr eines Konjunktureinbruchs. Also das war ein großer Fehler, das hat die Märkte gedrückt. Also das sind alles Punkte, die inzwischen nicht mehr da sind. Der Notenbankpräsident hat sich ja korrigiert und gesagt, wir machen das jetzt flexibel. Wir schauen nicht nur auf die Konjunkturdaten, wir schauen sogar auf die Börse. Also im Endeffekt hat er das schwer zurückgerudert und damit ist zunächst mal, glaube ich, der Hauptnegativpunkt vom Tisch. Das kann natürlich sein, dass die Konjunktur in Amerika trotzdem viel besser bleibt, als die Pessimisten oder vorsichtigen Analysten jetzt meinen und man dann zur Jahresmitte die Zinserhöhung bekommt, die die Märkte schon gar nicht mehr erwarten jetzt und dass es dann zur Jahresmitte wieder schlechter wird, vielleicht auch schon vorher, nicht? Sell in May ist ja auch eine alte Geschichte, aber ich denke, dass wir bis April hinaus eher bessere Börsen haben, weil wir vorher eben zu viel, nicht nur bei Brexit, überall zu viel negative Szenarien schon eingepreist haben. Eigentlich wäre ja auch saisonal eine Jahresendrallye notwendig gewesen oder nicht notwendig, normal gewesen von der Statistik her, aber die ist eben nicht gekommen, weil der amerikanische Notenbankpräsident noch Mitte Dezember eben eine, nach meiner Meinung, völlig unangemessene Bremspolitik verkündet hat. Aber das ist eben vom Tisch. Diese Guidance wird jetzt besser aussehen. Und damit könnte ich mir vorstellen, dass wir so eine Pause haben in den amerikanischen Bremsmaßnahmen und dass wir in den nächsten Monaten doch per Saldo auch eine bessere Börse haben werden. Glauben Sie denn an eine Rezession?
Ja, da waren auch wieder sehr viele negative Erwartungen. Man hat gesagt, Trump torpediert die Globalisierung, also da bricht China enorm ein und all diese Negativszenarien hat man in die Zukunft gemalt, auch zum Beispiel bei der Zinskurve in Amerika, wenn die kurzfristigen Zinsen über die langfristigen steigen, hat es in der Vergangenheit auch regelmäßig eine Rezession gegeben, natürlich wie bei jeder Regel mit Ausnahmen, aber was die Leute übersehen haben, dass dort in der Regel 1 bis 2 Jahre Verzögerungseffekte da waren. Und was man auch übersehen hat, dass früher die Zinsen halt wesentlich höher waren. Früher, wenn dann die Zinsen, die kurzfristigen auf 6 gingen und die langfristigen auf 5% waren, das war eine wirklich scharfe Bremsung. Aber wenn man jetzt dabei 2,5% Zins steht, ist das noch nicht so eine scharfe Bremsung. Also man muss sehen, dass nicht unbedingt die Regeln der Vergangenheit 1:1 hier genau übernommen werden. Und vor allen Dingen wirkt der Indikator mit Zeitverzögerung. Die Börsianer haben hier also sofort gesagt, also das ist ein Rezessionssignal, die Rezession kommt relativ schnell. Selbst die Hälfte der amerikanischen CEOs, also der Unternehmensspitzenleute, hat gesagt, dass wir per Jahresende 2019 eine Rezession haben können mit 50% Wahrscheinlichkeit. Also da, finde ich, hat man überreagiert. Ich sehe es eher so, dass die amerikanische Konjunktur sogar besser laufen wird, als man erwartet. Und vor allen Dingen der Konsum dank Lohnerhöhungen, die ja schon bei 3,2% liegen, weiter ansteigen wird. Und Amerika ist eine Konsumkonjunktur, dass wir also dort eher wieder positive Überraschungen sehen werden. Und der damit dann wahrscheinlich nicht jetzt, nachdem doch der Notenbankpräsident Powell zurückgerudert ist, schon im März, aber wahrscheinlich doch wieder im Juni dann eine Zinserhöhung haben werden. Und dann wird man sagen, ja, jetzt bremsen die in Amerika doch wieder stärker und dass dann spätestens zur Jahresmitte wieder die Börsen schlechter werden können. Aber vorläufig sehe ich persönlich noch keine Rezession, weil mir die Daten dort noch keineswegs schlecht genug sind und Amerika wird hier wahrscheinlich wegen des Konsums besser aussehen. Und auch China kurbelt sehr stark an im Moment. Sie haben die Mindestreserven bei den Banken stark gesenkt. Sie haben zuletzt auch nochmal als weitere Liquiditätsmaßnahme 84 Milliarden in den Geldmarkt initiiert. Also sie haben die Liquidität deutlich vergrößert. Also China kurbelt doch stark an. Man wird 125 Milliarden Dollar, also eine beträchtliche Summe, in die Hand nehmen, um das Eisenbahnnetz zu verbessern. Also solche Dinge, die wir eigentlich in Deutschland bräuchten und in Europa, werden hier in China im starken Ausmaß gemacht. Und deswegen bin ich für die Weltkultur nicht so negativ, wie viele Beobachter es zurzeit sind. Erfahrene Börsianer raten, nur dort zu investieren, wo Zinssenkungen zu erwarten sind. Ist das klug? Sehr gut. Ich denke, dass wir gerade mittel- und längerfristig, ich habe jetzt kurzfristig die Börsensituation mehr beurteilt, aber mittel- und längerfristig spielen die monetären Indikatoren die Hauptrolle überhaupt. Ich habe das in meiner Doktorarbeit schon in den 70er Jahren wohl als erster überhaupt so ausführlich analysiert. Und ich denke, dass wir hier eigentlich gerade von Amerika spätestens ab der Jahresmitte wieder Gegenwind haben werden. Also ich sehe so ein Fenster für bessere Börsen jetzt in nächster Zeit, aber wahrscheinlich nicht das ganze Jahr. Ich fürchte, dass wir also ähnlich wie im letzten Jahr gegen Jahresende dann wieder doch nicht so gute Tendenzen haben werden. Aber sie haben auch durchaus, glaube ich, noch in nächster Zeit auch Märkte, wo wir Zinssenkungen erwarten können. Nicht? Zum Beispiel bei den Emerging Markets haben sie niedrigere Inflationsraten, also unter den Zielgrößen der Notenbanken, kann man sagen. Und das eröffnet den Notenbanken in den Schwellenländern Zinssenkungen. China hat deutlich schon gesenkt. Also dort hatte man ein Jahreszinsen von 4% noch im letzten Jahr und liegt jetzt bei 2,5%. Die noch kürzeren Einwochenzinsen liegen noch darunter. Also man liegt hier sogar unter dem amerikanischen Zinsniveau. Nicht? Für eine Schwellenländerwährung ist das natürlich schon ein Wort, dass man weniger Zinsen hat als die USA. Also China stimuliert monetär. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch sonst in Südamerika zum Beispiel weiter eher stimuliert. Nicht? Die Börsen in Brasilien haben neues Hoch, also eine der ganz wenigen Börsen, die neues historisches Hoch sogar gemacht haben, auch aus monetärem Hintergrund. Also man muss sehen, dass in Europa wahrscheinlich sich nicht viel tun wird. Wir befürchten ja alle eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr.
Das kann kommen, weil es auch so festgeschrieben ist gewissermaßen. Nicht? Die Erwartungshaltungen sind sehr groß in der Richtung und auch sehr gute Leute, die ich kenne, die sich sonst immer wirklich sehr richtig in der Prognose da erwiesen haben, meinen, dass eine Zinserhöhung noch gegen Jahresende kommt. Ich möchte es fast bezweifeln, aber das ist schwierig zu sagen. Also wenn überhaupt Zinserhöhungen oder sagen wir mal eine eher restriktive Wirtschaftspolitik überhaupt dann in Europa, vor allen Dingen im fiskalpolitischen Bereich, wird ja überall angekurbelt. In Amerika kann man sagen, gut, da ist der Gegenwind von der monetären Seite, vor allen Dingen diese Zinsen, diese Verknappung bei der Liquidität, die ja nach wie vor noch läuft. Aber in Europa hat man eine Bremsung fiskalpolitisch. In Asien wird eigentlich überall angekurbelt. Nicht? Japan macht ständig 5% Defizit, Amerika macht wahrscheinlich 5% Defizit, China wird die Defizite raufsetzen. Also nur in Europa wird im Grunde gebremst. Und deswegen ist, glaube ich, auch mittelfristig die Situation an den Börsen in Europa schwierig. Aber ich sehe kurzfristig überall relativ gute Börsen aus einem ganz anderen Grund, weil eben markttechnisch so viel Pessimismus im Markt gewesen ist. Nicht? Also ich habe noch nie so einen schlechten Dezember erlebt und der war völlig übertrieben und sozusagen die Börse macht im Grunde nichts falsch, aber man hat doch nach unten übertrieben, wahrscheinlich aus Angst vor den amerikanischen Bremsmaßnahmen, aber dort hat man jetzt im Grunde eine Gegenreaktion, die noch einige Wochen und Monate, glaube ich, jetzt halten sollte, einfach weil es markttechnisch gerade auch in Europa so negativ aussah, gerade wenn sie in Hongkong oder auch in New York mit Managern sprechen, die halten überhaupt nichts von Europa. Das heißt, sie sind nicht investiert. Und das heißt, dass sie eigentlich früher oder später, wenn jetzt die Börse ein Stück läuft, woran ich glaube, kaufen müssen, um ihre Allokation wieder hinzubekommen. Also Europa kurzfristig auch nicht negativ, speziell aus markttechnischen Gründen. Wer ist am Ende der Gewinner im Konflikt USA-China? Ja, Trump brüstet sich damit, dass jetzt er Zölle eingenommen hat, ich glaube in Höhe von 13 Milliarden Dollar. Aber im Grunde zahlt das der amerikanische Verbraucher über höhere Preise. Also das ist eigentlich kein Sieg für Amerika, finde ich. Und bei den Handelsströmen sieht man noch keineswegs eine Verringerung des Defizits der Amerikaner. Das heißt, sie importieren immer noch viel mehr, als sie exportieren. Trump will ja die Arbeitsplätze aus China und Europa wieder nach Amerika holen. Aber das ist auch schwierig, weil die Fachleute fehlen, weil die Arbeitslosenquote sehr niedrig ist. Also wer sollte überhaupt diese Fertigungen dann in den USA vornehmen? Also da sehe ich im Grunde nicht so große Vorteile, wie Trump das Ganze propagiert. Und die Chinesen natürlich leiden darunter im Moment, aber diese 25-30% Kursrückgang, die wir im letzten Jahr an der chinesischen Börse gehabt haben und auch diese deutliche Verlangsamung der Konjunktur, das zeigt man offiziell nicht unbedingt, aber ich glaube in Wirklichkeit verlangsamt sich das ganz schön, also mehr als publiziert. Das alles ist natürlich für China nicht angenehm im Moment und deswegen sind eigentlich die Chinesen auf einen Deal mit Amerika jetzt angewiesen und die Amerikaner brauchen es im Grunde auch. Wenn er ewig weitermacht, so Trump, dann schädigt er nach meiner Meinung auch die amerikanische Konjunktur und das ist dann für die Wahlen dann im nächsten Jahr also auf jeden Fall nicht sehr günstig. Also Trump ist im Grunde auch gezwungen, sich mit den Chinesen zu einigen und das ist kurzfristig positiv. Nur denke ich langfristig, ich bin da so ein bisschen Anhänger dieser sogenannten Thukydides-Theorie, dass die Amerikaner doch, und zwar bei allen Parteien, nicht nur bei den konservativen Republikanern, Interesse daran haben, die Chinesen wirtschaftlich zu drücken und nicht hochkommen zu lassen. Die Amerikaner wollen die wirtschaftlich größte Weltmacht bleiben und dass von der Seite den Chinesen doch hier und da in Zukunft auch Gegenwind von Amerikas Seite entgegenwehen wird. Also da bin ich längerfristig eher vorsichtig, dass sich das erneut aufheizen wird irgendwann, dieser Konflikt.